So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge von Forza Horizon 3. Und heute fahren wir den 2013er Aston Martin V12 oder V12 Vantage S. Und wie der Name schon sagt, befindet sich in der Front dieses Autos ein V12 Saugmotor mit 5,9 Litern Hubraum. Und der erzeugt sage und schreibe wirklich eigentlich ziemlich brachiale 573 PS. Heckantrieb. Das kann ordentlich was. Da doch ein Aston Martin. Also auch sehr luxuriös, also sehr komfortabel und auch sehr gut ausgestattet, aber auch sehr, sehr sportlich. Der Wagen, man kann es schon so leicht erkennen, der sieht natürlich auch nicht gerade harmlos auch. Hier vorne eine lange Motorhaube. Ich meine, da muss auch ein dicker Motorplatz haben. Der V12, der hier dann wirkelt. Das ist das gute Stück. Steht sogar 6 Liter, aber eigentlich sind es glaube ich 5,9. Statt bei Wikipedia zumindest. Ein riesen Aggregat, wie man da sieht. Und dann halt mega viel Platz weg. Noch von der Seitenlinie, es ist einfach göttlich. Auch hier dieses schöne, aggressive Gelb, wie ich finde. Die schwarzen Felgen. Und hier zwei relativ noch süße Endrohre, würde ich mal sagen. Und noch sogar ein kleiner Kofferraum. Obwohl, der geht sogar klar, ne? Da passt sogar noch ein bisschen was rein. Ist jetzt kein Kofferraumwunder oder kein, ne? Aber ist, denke ich mal, auch noch ganz ordentlich. So, das ist auch schon in der Serie Anfang S1. So nicht gerade langsam der Wagen. Hat ja auch fast schon 600 PS. Ist schon da in Reichweite. Und hat einen Drehmoment von 620 Newtonmetern auf gut 1,7 Tonnen. Ist schon. Ist eine Ansage, ne? Noch der Wagen. Der gefällt mir jetzt schon mal mega. Was ich auch gerade bei Aston Martin finde, sind halt die V12 Motoren. Der hat zum Glück auch noch einen. Das heißt noch, ich meine, der mehr oder weniger, ich sag mal, für mich der Nachfolger davon, quasi schon. Der Aston Martin DB11, den es auch im Spiel gibt. Der hat ja immer noch einen V12, allerdings weniger Hubraum und halt auch jetzt mit Turboladern. So ein bisschen leichter geht der Wagen. Aber nur ein bisschen, ja. Man muss natürlich nicht übertreiben, aber ein bisschen leichter würde ich schon gerne machen. Dann natürlich ist der Aston Martin DB11 der Nachfolger vom DB9. Ich meine, DB10 gibt es auch, aber war halt natürlich nur so ein Concept-Car. Also kein wirkliches Serienauto. Weil der Aston Martin Vantage, der wird sogar schon tatsächlich schon über 10 Jahre gebaut. Ich glaube, Wikipedia sagte, der wird seit 2005, oder diese Serie wird seit 2005 gebaut. Gab es halt erst als V8 und jetzt halt auch mittlerweile seit ein paar Jahren mit V12. Es gab auch schon 2017 ein Facelift von dem Wagen. Wo, denke ich mal, noch besser aussieht, so reifentechnisch. Ja, wir brauchen dicke Schlappen, denke ich mal. Ach du Scheiße. 355er. Nee, ich glaube 335er sollten reichen. Alter, sind das Schlappen. Vorne auch noch ein bisschen breiter. 265er. 275er. Wir nehmen mal die dicken Reifen. So, Felgen gehen nicht mehr größer. Die Felgen an sich, die lasse ich sogar. Die gefallen mir persönlich sehr gut. Das Schwarze für dich passt auch zu dem Wagen sehr gut. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich kann da trotzdem mal nachgucken. Forza Spoiler muss... Kann man machen, muss man aber nicht. Und hinten die Theke, die muss man auf keinen Fall machen. Der Wagen hat ja mehr oder weniger so einen integrierten Spoiler. Das war halt so, sieht auch so aus wie so ein Spoiler. Doch, denke ich mal, die gleiche Funktion ab, aber es ist halt jetzt nicht so, so mega krasses, so eine krasse Theke da hinten. Da war es Aston Martin zumindest meines Wissens nach nicht bekannt. So, ich würde sagen, bessere Reifen gehen immer, Sportreifen. Den Reifen mache ich jetzt, glaube ich, nicht rein. Die würden noch passen für S1, aber nö. Das ist mal Sportreifen, ne? Ist doch ein Sportwagen und eigentlich kein Supersportwagen. So, leistungstechnisch, meine Güte, den lassen wir so. Das ist doch eigentlich genug Leistung mit über 570 PS, das sollte reichen. Aber eine Schonscheibe für ein bisschen weniger Gewicht und damit kommen wir auf 1506 Kilo. Das ist in Ordnung. Das ist für einen Wagen dieser Klasse, finde ich das in Ordnung. Auch für die Leistung. Mit einem guten, dicken V12 vorne drin. Das wird lustig. Das hört sich hoffentlich auch ziemlich geil an, aber ich gucke erstmal bei den Farben. Das Gelb sieht nicht schlecht aus, aber da gibt es auch... Oh, da gibt es andere Farben. So. Gibt es ja ein... Oi, 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 ein ziemlich geiles Orange. Ja, hier so... Naja. Scheißfarbe. Andere Scheißfarben. Ich finde das... Ist das so blaumäßig? Das finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das Grün, das ist, glaube ich,
Ich weiß sogar nicht, aber irgendwie passt das. Sich blau geht immer. Oh, das geht sogar echt geil. Noch ein ziemlich krasses Blau. Ein ziemlich dunkles Blau. So, haben wir noch ein, ja, schwarz, aber sieht doch so ein bisschen mattmäßig aus. Hier so ein. Oh. Blau. Nein. Das ist grau, Fabian. Das ist nicht blau. Noch ein paar andere Farben. Ich würde aber sagen, ich nehme mir das helle Blau. Ich finde das eigentlich persönlich ziemlich ansprechend. Obwohl dieses Grau sieht auch böse aus. Ne? Das sieht eigentlich sogar noch böse aus. Ich nehme mal zur Abwechslung mit den Farben mal etwas Blaues. So, Felgen, die machen wir mal schön Kohlefaser poliert. Ja. Und die Spiegel ebenso. Wo man das nicht gerade wirklich sieht, dass die jetzt andersfarbig sind. Naja. Dann erst gleich erstmal gucken, wie sich so dieses ganz nette Fahrzeug so anhören wird. Ich werde, denke ich mal, ziemlich begeistert sein. Aston Martin baut nämlich sehr schöne Motoren. Also vom Sound her sehr schön. Auch nicht gerade langsame Motoren. Der sind schon, haben schon ordentlich Leistung. Zum Beispiel auch der V12 im Aston Martin 177. Oder auch hier im Aston Martin Wölkl mit 800 PS. So. Hat eine 7-Gang-Automatik. Ist auch ganz nett eigentlich. Hier mit Schaltwippen am Lenkrad. So ein bisschen die Besonderheit bei den Wagen, was ich so bei keiner anderen Marke eigentlich kenne, sondern wir hier halt zwei Tachos, sag ich mal, zwei. Naja, wie soll man das jetzt sagen? Na, also wir haben einmal den Drehzahlmesser, einmal den Tachometer für die Geschwindigkeit und diese gehen halt beide in verschiedene Richtungen. Normalerweise gehen bei eigentlich allen Autos, die ich kenne, gehen halt alles nach links. Also meistens halt von irgendwie unten, denn nach oben ist nach links. Halt quasi gegen den Uhrzeigersinn. Und hier geht halt der Tachometer gegen den Uhrzeigersinn. Nee, mit dem Uhrzeigersinn. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Geht der Tachometer mit dem Uhrzeigersinn und der Drehzahlmesser gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, die zwei gehen beide in verschiedene Richtungen. Das ist irgendwie schon. Ist auch etwas Besonderes, finde ich. Im Innenraum ist. Ja, kann man machen, würde ich sagen. So ein Aston Martin kann man sich auch mal gönnen. Ist ja auch auf jeden Fall auch nicht teuer, so ein Ding. Denk mal, 200 Schleifen, locker bist du da los. Oioioio, schöne Scheinwerfer vorne, regnet gerade leider. Aber naja, den Soundcheck gibt es aber natürlich schon. Schöner V12. Das gefällt mir so. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Das Getriebe könnte aber für meinen Geschmack auch auf jeden Fall auch noch länger. Der Wagen logischerweise, wer hätte es gedacht, auch tiefer. Uiuiui. Guck mal, der liegt sogar höher als Alfa Romeo aus der letzten Folge. Ist irgendwie schon ein wenig bitter. Achso, da war es. Das war es ja noch gar nicht. Das Getriebe kann auch gerne noch nicht gerade wie ein wenig länger. Das ergibt keinen Sinn, ich weiß. Das ist mir schon bewusst. Ich muss mal hier noch ein bisschen rausholen aus dem Wagen. Viele Gang wieder ein bisschen kürzer, dafür der fünfte wieder umso länger. Oder ganz lang vielleicht nicht. Aber schon noch signifikant länger. Auch der siebte kann auch gern ein wenig länger. Wir wollen ja auch einen guten Topspeed haben. Ich habe gehört, der Wagen soll ziemlich schnell fahren. Also über 300 ist klar, aber halt auch wirklich weit über 300. Also nicht nur so 310, 315, auch schon deutlich mehr. Das werden wir gleich natürlich mal ausprobieren. Uiuiui.
Ja, geht auch gerade ganz gut ab. Trotz Regen. Quasi erschwerten Bedingungen. Ja. Auch nochmal aus dem Stand. Genießen dieses Konzert einfach mal. Oh, Alter, hört er sich geil an. Vor 12. Das ist einfach ein Gedicht. Ja, da kann auch Goethe oder Schiller oder sonst wer nicht mithalten. Oder irgendein anderer Gedichtenschreiber. Es ist einfach. Oh. Solche Motor braucht die Welt. Scheiß auf Downsizing. Wir brauchen dicken Motor. Saugmotor. Einfach nur den puren, kernigen Sound. So. Dann gehen wir mal auf die Bahn, würde ich sagen. Und lassen uns mal rammen. Im netten Panel da vorne gerade. Und gegen den Transit muss ich fahren, weil er Transit fährt. Danke. So. Guck, was der Wagen so läuft. Ich schätze mal so 340. Das ist schon mega viel. Naja, guck mal, was da so geht. Vielleicht sogar 350. Wer weiß. Der Wagen ist ja ein wenig optimiert, ein wenig leichter. Vor allen Dingen. Und weniger Gewicht ist ja auch nicht gerade verkehrt, wenn man schnell fahren möchte. Ja. Nein, das sollte man lieber nicht machen. Oh, der geht schon ordentlich ab, ne? Das ist schon wieder bei 300. Das hat nicht gerade lang gedauert. Ich sollte auch keine Autos rammen. Sind halt immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Gerade irgendwie so Tunnelblick oder so. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit Autos ramme. Ich verstehe es gerade selber nicht. Ey, da geht schon ab, ne? Das hat niemand gesehen. Das muss so. Wir ziehen so Aston Martins andere Autos an. Vor allem gerade Autos, die rot sind, weiß oder an sich irgendwie so jede beliebige Farbe haben. Ach, Transit, ey, geh doch mal aus dem Weg. Hier ist auch so viel Verkehr gerade. Ist doch scheiße. Kann den Wagen ja gar nicht richtig ausfahren. 340 ist ziemlich gut geschätzt. Ich kann auch den siebten Gang vielleicht ein wenig kürzer machen. Ach komm, das ist. Ach, scheiß drauf. Ah, doch. Ich würde sagen, doch noch ein bisschen kürzer. Oh ja. Das ist schon mega schnell, ne? 340 km für ca. 570 PS. Ballert schon ordentlich. Dann können wir auch mal zum quasi schönen Teil der Folge, mal zum schöneren Teil, in dem Rennen fahren. Und was eignet sich da besser? Okay. Draußen hat irgend so ein Vogel. Als ein Rundstreckenrennen. Und wir können natürlich jeder das hier nehmen, was ich einfach mal tue. Wir porten uns da mal hin. Ich weiß, die Strecke bin ich schon 20 Millionen Mal gefahren. Aber sie ist auch geil. Ja, und ich bin die auch für dich. Ich fahre ja nicht jede Folge, so ist ja nicht. Aber wenn ich hier in Yara Valley bin, fahre ich ja schon ziemlich oft, weil die auch ziemlich geil ist. Muss man ja ganz einfach mal. Oder vielleicht eine andere Rundstrecke. Ich kann auch hier so eine fahren, ne? Wo ist denn die? Die hier zum Beispiel. Nö, mach ich jetzt nicht. Falls die. Punkt aus. Fertig. Ich will das sagen. Deshalb würde ich sagen, drei Ründchen sollten reichen. Der Wagen ist hier eine Super GT. Also auch mit Konkurrenz mit weit über 700 PS, wie dem Ferrari F12 zum Beispiel. Das ist natürlich schon nicht gerade ein schlechtes Auto. Ferraris an sich sind mega gute Autos.
Vor allem denke ich mal, was ich hier Mercedes AMG GT oder GTR wäre. Achso, wir haben ja auch natürlich Aston Martin, der DB11 fährt mit. Aston Martins hier auch. Der F12 fährt mit der California T, hier der 509, Jaguar, Mercedes. Ja, es wird nicht leicht. Das ist schon mal gesagt. Aber es liegt ja nicht immer nur am Auto, ob man gewinnt oder nicht. Natürlich auch am sehr, sehr kompetenten Fahrer. Aber meine ich natürlich nicht mich. Mal gucken, was wir jetzt heute so schaffen können. Mit dem Alpha war es ja mehr oder weniger befriedigend. So. Denk mal, der AMG GTR wird hier ziemlich gut abgehen. Weil es ist halt ein AMG GTR, ne? Was soll man dazu noch sagen? Der V8, ne? Ist auch ziemlich geil. Aber V12, ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Komm, mach deine Essen. Zieh. Okay, Kurbellage finde ich gut. Deswegen bin ich auch gerade letzter. Gerade weil die so gut ist. So, hat er Aston Martin DB11. Er wird man ausbeschleunigen, geht ganz gut. Sogar ohne Wheelspin, was ich gerade nicht gedacht hätte. So, mal. Geht mal weg hier, Leute. Lass mal die Besseren vor. Ja, nur die Besseren müssen Kurven so anfahren. Jetzt geht das nicht. So, komm, den an, geht sich noch. Denken wir hier mit dem. Oh Gott, dem F12 zusammen, so quasi den höchsten Topspeed haben. Das F12 schon alles war zu erwarten. Ich werde ja, wenn das Getriebe auch länger machst, 400. Das ist schon, das war eine Ansage. Hat aber auch 150 PS mehr als ich, sogar noch ein bisschen mehr. Dann ist ja auch klar, warum er halt so abgeht. Bei so viel mehr Leistung, das macht schon ordentlich was aus. Ein bisschen quer geht. Da fehlt ein Platz. Die sind auch noch relativ nah. Ich denke mal, erster Platz ist auch auf jeden Fall drin. Wenn ich jetzt nicht noch mega viel Scheiße baue. Jaguar, gib doch mal Gas hier. Mein Gott. Ja, der Rang passt eigentlich. Und zwar im zweiten höhere Drehzahl, aber auch denke ich mal Wheelspin. Das wollen wir ja auch nicht. Boah, Kurvenlage ist geil. Bei hohem Tempo. Kann die Kurve wirklich relativ schnell nehmen. Moment. Ja, am GTR, war das nochmal kurz. Ich darf nicht ganz so weit straight durchfahren. Ja, so, es passt schon eher. Ich will auch noch den Typen vor mir einholen. So allerdings nicht. Das ist ein SL65. Der ist weit vorne. Ja gut. Doch ein mega Speed, das Ding, ne? Wenn bei über 600 PS. Geht ab wie sonst was. Auch mit einem dicken V12 von drin. Mit Twin Turbos. Und 1000 Newtonmeter. Er zieht ja auch ordentlich. Aber ich habe, denke ich mal, die bessere Kurvenlage. Weil der Ding hat wieder, glaube ich, schon allein fast 2 Tonnen in der Serie. Warum bremst er so doll? Der bremst ist in Ordnung, aber doch nicht so viel. Es gewinne ich noch. Ja? Das ist vielleicht nicht ganz fair von mir oder sinnvoll. Das hat nicht gezählt, oder? Ich hab's mir gedacht. Deswegen dachte ich schon, spulst du mal zurück, das zählt sowieso nicht. Sorry, aber das ist mein erster Platz.
Denn meine Rundenzeit war auch deutlich besser. Aber unter einer Minute geht auf jeden Fall auch noch. Denke ich mal mit dem Wagen. Ich habe auf den nächstbesten ja gute 2 Sekunden. Oder anderthalb. Immerhin. Aber der Wagen, der fährt sich auch wirklich. Bin ich mega überrascht. Ich dachte, das wäre irgendwie die mega übertriebene Heckschleuder. Aber ja, weniger Stress als mit dem Alpha. Das bei mehr als doppelt so viel PS. Finde ich geil. So, der Wagen, der kann schon was. Ich bin dem Wagen auch halbwegs. Aber ein Sprintrennen geht noch. Hinterher. Um mal zu gucken, was der Wagen auch so von A nach B kann. Nicht nur im Kreis. Ist die Frage, welches nehmen wir denn? Welches schöne Sprintrennen? Dann gibt es leider hier im Jaravelli nicht gerade viele. Ist auch ein Rundstreckenrennen, das fahre ich aber nicht. Ich würde gerne ein schönes Sprintrennen fahren. Aber am besten auch eins, was hier so in der Nähe liegt. Den könnte ich fahren. Nee. Ist ja alles nicht so das übertrieben pralle. Komm, wir nehmen mal den hier. Über den Staudamm. Auch da gibt man eine ziemliche Highspeed-Strecke. Sollte auf jeden Fall nicht zu meinem Nachteil sein. Für meine Pferdchen unter der Haube. Von denen ich ziemlich viele habe. So, zack, super GT. Machen wir doch halt der Regen, das passt. Ja, so ein bisschen nasser Strecke, das geht auch in Ordnung. Ein kompletter Regen, Sturm oder Blizzard wäre jetzt nicht so traumhaft. Doch, so ein bisschen das Fahrbahn, das. Damit komme ich, denke ich, mal noch klar. Mit dem schönen blauen Ästen. Den ich mir auch tatsächlich auch extra für diese Folge aufgehoben habe. Bin dann auch seitdem das Spiel draußen ist noch nie gefahren. Weil mein Forza 6 so geil, den dachte ich mir, den muss ich mir aufheben. Und das hat sich auch definitiv gelohnt. Ja gut. Ein bisschen viel Wheelspin. Kann vorkommen. Ja, die schöne Sonne. Diese angehende an mir, ne? Ich den gehört hab. Der gebrüllt hat. Ja. Bisschen früh gebremst, aber dafür die Kurve eigentlich nicht übergenommen. So, und ich überhole auch direkt noch. Was ist denn das da vor mir? Hat der V12 Zagato? Okay. Das ist ein gekonntes Überholmanöver. Das war auch genauso geplant. Hätte sich ziemlich geil. Hätte ich echt nicht erwartet. Naja, AMG, kannst du ruhig rankommen. Mit Wasser. Halleluja. Ey. Alter. Na, den AMG sollte ich gleich wieder kriegen. Der gleiche war schön. Hallo, mein kleiner Freund hier. Wir können in Frieden leben, aber dann kannst du auch die Kurve gerne ordentlich fahren. Naja, ging noch. So. Ich war doch zum Glück wieder auf. Muss ich aber auch. Wenn man Erster werden will. Was haben wir denn da Schönes? Ja, man muss gegen die Wand fahren. Jetzt hat man die Kurve nicht richtig.
Hört sich geil an, sieht mega geil aus. Was will man mehr? Ja, hat der das alles bezahlt, den ganzen Spaß? So günstig ist der Teil hier mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, ich denke mal 200 Schleifen müsste da schon auf den Tisch legen. Wenn ihr ihn richtig gut ausstattet. Das kostet ja nicht in der Serie. Man hat 50 würde auch kosten. Ich meine, das ist ein Aston Martin. Das ist nichts für einen schmalen Geldbeutel. Aber dafür eins für einen relativ entspannten Sieg. So gefällt mir das. So mag ich das. Also wieder ein exzellenter Wagen. Ich hab doch wieder ganz gut Geld. Knapp 20.000. Ich kann mich nicht beklagen. Und EP-technisch, ja, ist auch vertretbar. 10.500. Gefällt mir auch sehr gut. Ich würde mit dem Wagen so gerne weiterfahren, was ich auch machen werde. Aber allerdings ist dann die Folge für euch auch leider schon zu Ende. Ich würde diesen Wagen jetzt noch für eine Stunde oder so noch genießen können. Je nachdem, wie lange ich Bock habe. Ich muss jetzt aber leider schon aufhören. Dafür sehen wir uns auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Dann wieder wahrscheinlich sehr, sehr schönen und auch sehr, sehr schnellen Auto. Schnell wird es, glaube ich. Ja, sollte auch wieder sehr schnell werden. Vielleicht auch wieder so S1 zu die Richtung, S2. Ja. Ich meine, auch nur A-Klasse. Ich sag lieber nichts. Seid lieber gespannt. Deswegen würde ich auch einfach mal sagen, ich bin raus und ciao.